Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Ich will über euch heute mal über Corona reden. Ich weiß, Corona ist gerade überall, aber es ist eben eine Pandemie. Und darum mache ich das Video jetzt, weil mich das sehr aufgeregt hat. Die Leute, die im Zug zum Beispiel die Masken runtergeben und nicht aufsetzen. Oder da zeige ich auch schnell die Spezialisten. So kann man sie aufsetzen. Ich meine, ich kann das auch über das Video oben lassen. Ich kriege genauso viel Luft, ich kann genauso reden, aber wenn die reden, haben das entweder so, was nichts bringt, weil die Aerosole dann durch die Nase rausgehen, oder gleich so. Was soll das bringen? Wir wollen eine Pandemie eingrenzen. Ja, das mit der Maske lasse ich jetzt, weil ich in meinem Zimmer bin, also brauche ich es auch nicht. Und was mich auch aufregt, sind nicht nur die, die sich nicht an die Corona-Regeln halten, es ist nun mal so. Wir schauen, dass es keine Lockdowns mehr gibt. Es ist einfach eine weltweite Pandemie, wir müssen uns jetzt zusammenreißen, es wird nicht für immer so sein. Ich meine, ihr könnt euch ja sogar mit Leuten treffen, lasst euch einfach testen oder nehmt eine Maske und dann passt das schon. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich werde in der Therapie einmal pro Woche getestet. Ist gut so. Ich treffe mich auch mit Freunden. Aber man kann ja ein bisschen Abstand halten. Man muss ja nicht jeden abknutschen. Okay, und dann, was mich noch sehr beschäftigt hat, sind die Corona-Demos. Ich meine, was soll das bringen? Wollt ihr gegen einen Lockdown protestieren? Oder dass ihr ein bisschen sozial abgeschnitten seid? Das ist jetzt bei jedem so. Aber das ist Corona-Versammlungen, das ist einfach dämlich. Einfach dämlich. Das bringt gar nichts. Es ist nun mal so, wir müssen die Pandemie einschränken und ja, es wird bald Impfstoffe geben. Ich weiß, es wollen sich nicht alle impfen lassen, aber je mehr sich impfen lassen, wahrscheinlich desto besser. Die Jungen sind halt alle sehr naiv, weil sie denken, wohoho. Ich meine, es ist schon logisch, die Jungen kriegen wahrscheinlich auch keinen schweren Verlauf. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber die Älteren, die überleben das nicht so gut und sind eh schon genug Leute gestorben weltweit an dieser Pandemie. Und ja, aber ich sage jetzt nicht, dass Demonstrationen grundsätzlich schlecht sind, aber die Corona-Demonstrationen, ich persönlich finde es dämlich, aber ja, jeder wie er will. Schaut euch einfach, dass euch irgendwie halbwegs an die Regeln haltet. Ich treffe mich auch heute mit zwei Freunden und jo. Ja, bo. Okay. Na, schaut's einfach, denkt's mit. Denkt's nicht nur an euch, die Masken sind nicht nur da, dass ihr euch nicht anstecken könnt, sondern wenn ihr die Krankheit habt, ist auch da, dass ihr andere nicht anstecken könnt, okay? Das wäre eigentlich alles von mir heute, ein bisschen kürzeres Video, wie schon gesagt, ich mache das nur, weil ich mich sehr aufgeregt habe im Zug. Und ja, denkt's einfach ein bisschen mit. Wir schaffen die Pandemie schon. Die Welt weiter, wir werden das wieder eingrenzen können, wir werden wieder normal ohne Masken leben können, glaube ich. Das dauert halt jetzt ein bisschen, ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Ob ihr euch impfen lasst, ist eure Entscheidung. Aber ja, alles gut, alles wird gut, auf jeden Fall sogar. Okay, liebe Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sehen wir mal den Tag und morgen. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Haut rein, Leute. Stay safe. Peace out.